Ja, gestern habe ich über die vier Wahrheiten, Wirklichkeiten der edlen oder die vier edlen Wahrheiten gesprochen und wie gesagt, möchte ich jetzt über diesen edlen achtfachen Pfad sprechen, den viele von euch wahrscheinlich schon kennen, über den ihr schon gehört habt. Dieser achtfache Pfad bildet ja quasi die vierte der sogenannten vier edlen Wahrheiten oder Wirklichkeiten. Und um diese noch einmal kurz zusammenzufassen, hat der Buddha ja diese vier Wirklichkeiten so beschrieben: Das menschliche Leben bringt Leiden, ist mit Leiden verbunden. Das wissen wir alle, das erleben wir alle. Dieses Leiden wird verursacht, das hat bestimmte Ursachen, die liegen im eigenen Geist, nämlich destruktive Tendenzen, Gewohnheiten, die wir in uns nur zu gut kennen. Gewohnheiten von haben wollen, von begehren, Gewohnheiten von wegstoßen, von hassen, von ablehnen. Dann die dritte Wirklichkeit, es ist möglich, das Leiden zu beenden. Es gibt die Möglichkeit des Erwachens und es gibt einen Pfad. Es gibt eine Möglichkeit, aus dem Leiden hinauszufinden, wenn wir einen bestimmten Pfad beschreiten. Und dieser Pfad, nun, der wird als achtfacher oder achtfältiger Pfad bezeichnet, auf Sanskrit auch Arya Astangika Marga oder Arya Atthangika Magga auf Pali. Und Magga heißt einfach Weg, Pfad. Anga steht für Teile oder Glieder. Und Arya steht für edel oder für heilig. Also der Buddha lehrte einen Pfad, den er in acht verschiedene Aspekte gliederte und der uns zum Ende des Leidens führen kann. Und aus diesem Grund ist er edel, weil er so ein erhabenes Ziel ermöglicht. Dieser achtfache Pfad umfasst diese acht Glieder der rechten Erkenntnis, die rechte Gesinnung, dann die rechte Rede, das rechte Tun und den rechten Lebenserwerb, dann das rechte Bemühen, die rechte Achtsamkeit und die rechte Sammlung. Diese acht Glieder, das habe ich gestern schon erwähnt, bilden nicht eine Sequenz, die wir so nach und nach durchschreiten oder abarbeiten müssen, sondern das sind wirklich Facetten, die zusammenwirken, die sich gegenseitig beeinflussen und unterstützen. Und wir müssen sie alle in unserem Wachstum berücksichtigen und sie alle kultivieren. Ja, und ich möchte sie jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wie gesagt, rechte Erkenntnis wird als erstes genannt. Da könnten wir uns fragen, was heißt Recht? Recht kann ein bisschen moralisierend tönen, wenn wir das hören. Aber das Sanskritwort Samyak, das hier verwendet wird, bedeutet eigentlich auch so etwas wie angemessen oder ganz oder vollständig oder vollkommen. Das heißt, wir haben hier es hier mit einer Erkenntnis zu tun, die vollständig oder vollkommen ist. In ihrer höchst entwickelten Form ist rechte Erkenntnis, also die vollkommene Erkenntnis und damit, wie es Fred von Almen nennt, das Herzstück der gesamten buddhistischen Praxis. Es ist die Erkenntnis, die zur vollständigen Befreiung von Herz und Geist führt. Es ist eine Erkenntnis, die ganz im Einklang ist mit den Lebensgesetzen, damit, wie die Dinge wirklich sind. Solange wir nämlich in Täuschungen, in Fehlannahmen des Lebens feststecken, solange wir eine falsche Sichtweise einnehmen, können wir nicht glücklich sein.
Also wenn wir zum Beispiel meinen, unser Glück hänge von äußeren Bedingungen ab, dann ist das so eine Fehlannahme. Oder wenn wir uns nicht bewusst sind, wie vergänglich alles ist, das ist eine grundlegende Täuschung, der wir immer wieder erliegen. Wie wichtig es ist, von einer korrekten Sichtweise auszugehen, erleben wir sehr oft im Alltag. Schon bei den allereinfachsten Situationen im Alltag kommt es darauf an, zuerst klar zu verstehen, was ist die Situation, bevor wir angemessen handeln können. Egal, ob es um eine Krankheit geht, mit der wir umgehen müssen, um einen Konflikt mit einer anderen Person oder das Bauen eines Hauses. Wir müssen zuerst wirklich wissen, was tatsächlich ist, bevor wir losmarschieren und etwas unternehmen. Ja. Solange unsere Annahmen falsch sind, wird unser Handeln fehlerhaft sein. Und da hilft es dann auch nicht, wenn wir noch so gute Absichten haben. Deshalb sollten wir, und das ist hier drin in dieser rechten Erkenntnis, wirklich gut überprüfen, von welchen Annahmen gehe ich eigentlich aus? Welche grundlegenden Annahmen über das Leben mache ich? Welche Annahmen leiten mein Handeln? Und sind diese Annahmen, von denen ich ausgehe, wirklich wahr? Sind sie vertrauenswürdig? Oder wäre es vielleicht gut, sie zu hinterfragen? Das braucht eine gewisse Bereitschaft, immer wieder hinzuschauen und unsere Vorstellungen zu überprüfen, unsere Meinungen. Gerade auch im spirituellen Bereich gibt es so viele Angebote, es gibt so viele Methoden und Schulen und Wege und zum Teil auch ein bisschen seltsame Theorien. Das gab es schon zu Zeiten des Buddha, ziemlich seltsame Schulen, die den Menschen Glück und Seligkeit versprochen haben. Und es ist kein Wunder, dass der Buddha da empfiehlt, zuerst einmal wirklich zu überprüfen, ist das vertrauenswürdig? Von was gehe ich aus? Wenn wir in uns tiefer ahnen, dass vielleicht alles anders sein könnte, als wir es meinen, wenn wir spüren, dass irgendwie dem Leben eine tiefere Dimension innewohnt, dann ist das schon ein Anfang rechter Erkenntnis. Das heißt, am Anfang unseres Weges ist rechte Erkenntnis vielleicht noch ein bisschen unscharf, aber immerhin haben wir so ein Gespür dafür, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Das ist der Anfang, das ist der Keim. Und diese rechte Erkenntnis entwickelt sich, entfaltet sich im Laufe des Weges, wird immer tiefer, wird immer umfassender. Und in einem vollen Sinn ist damit eigentlich das tiefe, tiefe Verstehen der vier edlen Wahrheiten oder Wirklichkeiten gemeint, über die ich gestern gesprochen habe. Also diese Einsicht, dass Leiden und Glück wirklich aufgrund des eigenen Geistes entstehen. Und dass Befreiung möglich ist. Das heißt, auf unserem Weg wächst unser Vertrauen, dass es tatsächlich Menschen gegeben hat und gibt, die Befreiung erlangt haben. Und dass jeder Mensch dieses Potenzial besitzt, auch wir selber. Und auch wenn das vielleicht zunächst ein bisschen theoretisch tönt, werden diese edlen Wahrheiten durch die Praxis immer mehr zu einer erfahrbaren Realität. Rechte Erkenntnis ist weit, weit mehr als eine intellektuell korrekte Sichtweise. Es ist eher eine Fähigkeit, in Kontakt zu sein mit einem inneren Kompass, der uns anzeigt, ob unsere Gedanken, unsere Impulse, unsere Taten, unsere Worte heilsam oder unheilsam sind, also ob sie unser Glück und den Frieden vermehren oder ob sie eher zu mehr Leiden, zu mehr Schmerzen führen. Und der Buddha sagte, dass die Sichtweise, die wir haben, der stärkste Faktor ist, der bestimmt, ob wir heilsam oder unheilsam handeln. Die Art, wie wir die Dinge sehen und wahrnehmen, entscheidet unser Handeln.
Rechte Erkenntnis lässt uns klar sehen, ob es weise ist, in einer bestimmten Weise zu handeln oder nicht. Und aus der rechten Erkenntnis wächst auf diese Weise ganz natürlicherweise ein ethisch integres Handeln. Und das setzt natürlich voraus, dass wir aufmerksam genug sind, um diese innere Stimme der Weisheit zu hören, statt einfach gedankenlos in unseren alten Routinen zu verharren. Das ist auch ein bisschen das Geschenk eines solchen Retreat-Tages, dass die äußere Stille uns hilft, ein bisschen sensibler zu werden für die innere Stimme, die da ist, wenn wir weniger Ablenkungen haben, weniger Lärm haben, dass wir da ein bisschen mehr in Kontakt kommen mit uns selbst. Eng verbunden mit dieser Unterscheidung von heilsam und unheilsam, die eben zur rechten Erkenntnis gehört, ist auch ein grundlegendes Verständnis von Karma, das heißt ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen. Jede absichtsvolle Handlung, die wir tun, die wir begehen, hat bestimmte Wirkungen. Das ist die Grundlehre von Karma. Das heißt, abhängig davon, mit welcher Motivation wir handeln, ob wir aus Liebe, aus Mitgefühl, aus Weisheit heraus handeln oder aus Eigennutz, aus Eigeninteresse, das wird einen Einfluss haben darauf, wie viel Glück wir erleben. Handlungen, die aus Eigennutz herauskommen, aus Aversion, aus Verlangen, die werden früher oder später uns selbst und vielleicht auch andere Wesen leiden machen. Und solche Zusammenhänge mehr und mehr zu erkennen und im eigenen Leben auch zu sehen, das ist rechte Erkenntnis. Und auf einer höheren oder auf der letztendlichen Stufe ist rechte Erkenntnis eigentlich gleichbedeutend mit der Befreiung, mit Nirvana. Es ist diese tiefe Erkenntnis, die sich nicht mehr in Worte fassen lässt. Da geht es nicht mehr um Lehrmeinungen, um Dogmen, wo man dann sagen kann, ja, der Buddha hat gesagt oder hat nicht mehr nicht gesagt. Es ist ein tiefes, tiefes inneres Wissen, das über das intellektuelle Wissen hinausgeht. Wie Thich Nhat Hanh schreibt, rechte Anschauung, also er meint rechte Erkenntnis, ist keine Ideologie, kein System, nicht einmal ein Weg. Sie ist die Einsicht, die wir in die Wirklichkeit des Lebens haben. Eine lebendige Einsicht, die uns mit Verstehen, Frieden und Liebe erfüllt. Und aus der Perspektive der letzten Wirklichkeit bedeutet rechte Anschauung die Abwesenheit aller Anschauungen. Also letztlich das Loslassen aller unserer Meinungen, dass es so sei oder anders sei, weil die letztendliche Wirklichkeit sich nicht mehr fassen lässt. Ja, dann kommen wir zur rechten Gesinnung. Das ist dann der zweite Teil, die zweite Facette. Rechte Gesinnung nenne ich es. Das wird aber sehr, sehr unterschiedlich übersetzt. Man findet sehr viele verschiedene Bezeichnungen. Es gibt auch die Bezeichnung des rechten Denkens, der vollkommenen Emotion, die rechte Absicht. Auf jeden Fall ist damit etwas gemeint, was nicht intellektueller oder kognitiver Natur ist, sondern was mit den inneren Geistesqualitäten zu tun hat. Der Buddha sprach von drei Arten der rechten Gesinnung, nämlich die Gesinnung der Entsagung, die Gesinnung des Nichthasses und die Gesinnung der Nichtgrausamkeit. Und das zeigt unmissverständlich, dass es hier um die im Geist vorhandenen Geistfaktoren geht, um die Qualitäten, die den Geist erfüllen. Und statt von Entsagung zu sprechen, könnten wir positiv sagen, es geht um eine innere Haltung von Großzügigkeit. Das ist rechte Gesinnung, dass diese Qualität von Großzügigkeit im Geist lebendig ist. Statt von Nichthass könnten wir positiv sprechen von liebender Güte,
Das ist rechte Gesinnung, wenn der Geist von liebender Güte erfüllt ist. Und statt von Nicht-Grausamkeit können wir von Mitgefühl sprechen. Rechte Gesinnung weist also auf einen Geist hin, dessen Grundhaltung und Neigung, jedenfalls auf der höchsten verwirklichten Stufe, vollkommen heilsam geprägt ist. Also ein reines Gemüt, das von keinerlei unheilsamen Zuständen mehr verdunkelt wird. Und eine solche Grundhaltung entwickelt sich im Laufe der Praxis natürlich auch aufgrund der rechten Erkenntnis, das, was ich vorhin besprochen habe, weil das tiefere Verstehen des Lebens mehr und mehr ganz natürlich dazu führt, dass im Geist Mitgefühl und Liebe und Freundlichkeit zunehmen. Als Aspekt unserer Praxis weist diese rechte Gesinnung darauf hin, wie wichtig die heilsame Ausrichtung unserer Gedanken und Gefühle ist. Das wirkt sich in allen unseren Handlungen aus. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir uns in Entsagung üben. Das heißt, dass wir uns darin üben, nicht an angenehmen Erfahrungen anzuhaften, uns festzuklammern, an anderen Menschen, an Situationen, an Objekten, an Besitz, was auch immer, an Meinungen. Das ist rechte Gesinnung, die Bereitschaft loszulassen, zu entsagen, zu sagen, ist okay. Entsagung wirkt direkt der Tendenz des Verlangens entgegen. Wir können das bewusst fördern, diese Entsagung. Es kann uns leichter fallen, wenn wir uns bewusst sind, wie leidhaft das Gegenteil davon ist. Wenn uns bewusst ist, wie leidvoll Verlangen eigentlich ist, wie anstrengend es ist, immer festzuklammern und wie abhängig es uns macht, dann hilft das dem Geist, ein bisschen schneller und ein bisschen früher loszulassen und zu sagen, okay, ich lasse es. Wir üben Entsagung in jedem Moment, wo wir großzügig sind. Wenn jemand uns um einen Gefallen bittet, dass wir einfach helfen, unterstützen. Wenn jemand uns anruft und wir haben keine Zeit, aber wir nehmen uns die Zeit, weil wir merken, die Person braucht uns jetzt. Das ist Großzügigkeit. Wir üben Großzügigkeit reell. Wir üben Großzügigkeit, wenn wir jemandem etwas Nettes sagen, ein Kompliment machen. Das sind alles Formen von Großzügigkeit, Freundlichkeit teilen. Freigiebig sein. Dann die liebende Güte. Das ist ebenfalls die rechte Gesinnung, wie schon erwähnt. Das ist, wenn unser Geist erfüllt ist von Wohlwollen und von Freundlichkeit anderen Wesen gegenüber. Das spüren wir so leicht, wenn wir unterwegs sind und wir begegnen einem kleinen Kind zum Beispiel. Da spüren wir das ganz spontan. Gegenüber Tieren ist es leicht, diese Freundlichkeit zu spüren. Je mehr wir diese Qualität üben, desto größer wird der Kreis der Wesen, die wir damit einschließen können. Und letztlich ist es natürlich die Qualität eines vollerwachten Wesens, das diese liebende Güte, diese Freundlichkeit grenzenlos ist, niemanden mehr ausschließt, kein einziges Wesen ausschließt. Und diese Qualität von Freundlichkeit bringt die entgegengesetzten Tendenzen von Übelwollen und Hass und von Feindseligkeit zum Schmelzen. Das ist wie das wärmende Licht der Sonne, das so die vereisten Klumpen zum Schmelzen bringt. So kann mehr Weichheit in den Geist einkehren. Und der dritte Aspekt, die Nichtgrausamkeit oder eben, was ich gesagt habe, eigentlich das Mitgefühl, das bedeutet, im Kontakt zu sein mit dem Leiden, sich dem Leiden auch zuzuwenden, es wahrzunehmen, es an sich heranzulassen und daraus heraus den ganz tiefen Wunsch und Impuls zu spüren, dieses Leiden zu lindern. Ryokan hat das in einem Gedicht sehr schön formuliert.
So ein bisschen exzentrischer japanischer Zen-Mönch, kennt ihr ihn. Wenn ich an die Leiden der Wesen in dieser Welt denke, so wird ihre Traurigkeit zu meiner. Oh, wäre meine Mönchsrobe weit genug, all die leidenden Menschen in dieser fließenden Welt zu bergen. Nichts macht mich glücklicher, als Amida Buddhas Gelübde, alle Wesen zu retten. Das ist dieses Mitgefühl und wirklich daraus heraus auch der Wunsch, möge ich meinen Beitrag dazu leisten. Dann rechte Rede. Jetzt haben wir rechte Erkenntnis und Gesinnung gehabt. Das bezieht sich zuerst einmal auf unsere innere Haltung. Und jetzt folgen drei Glieder, die sich auf unser Handeln, auf unser Tun beziehen. Und ich finde es interessant, dass der Buddha die rechte Rede als eigene Facette herausgestellt hat, weil das wirklich die Bedeutung von Kommunikation unterstreicht. Ein plausibler Grund dafür könnte sein, dass verbale Kommunikation so enorm einflussreich ist in unseren Beziehungen. Es ist hauptsächlich über die Rede, dass wir mit anderen Menschen in Beziehung treten. Und je nach Qualität unserer Rede haben wir sehr unterschiedliche Wirkungen auf andere Menschen. Worte sind sehr, sehr machtvoll. Sie können Freude und Zuversicht hervorrufen, Trost bringen. Worte können aber auch entmutigen, verletzen, provozieren. Worte können zu mehr Klarheit und Verstehen führen, aber sie können auch in manipulativer Absicht verwendet werden, um Verwirrung und Täuschung zu vergrößern. Worte können ganze Kriege zwischen Nationen hervorrufen und sie können zugleich die sublimsten und höchsten Erkenntnisse ausdrücken. Durch unsere Rede prägen wir die ganze Zeit die Atmosphäre um uns herum und beeinflussen andere Menschen. Und nicht zuletzt haben alle unsere Worte auch einen Effekt auf unseren eigenen Geist. Sie beeinflussen, wie wir uns fühlen, ganz direkt. Das können wir so leicht überprüfen in der eigenen Erfahrung. Wenn wir jemandem etwas Freundliches sagen, spüren wir, wenn wir sensibel sind, sofort, dass das nicht nur die andere Person erfreut, sondern auch uns selbst. Das ist sehr eigennützig. Rechte Rede meint, dass wir erstens nicht lügen, zweitens nicht verleumderisch sprechen, drittens nicht verletzend sprechen und viertens, dass wir leeres Geschwätz vermeiden. Der erste Punkt, nicht zu lügen, geht eigentlich weit über das hinaus, was für die meisten von uns selbstverständlich sein dürfte, nämlich, dass man nicht grobe Lügen erzählt. Das würde wahrscheinlich niemand gutheißen. Aber der Buddha war hier schon viel anspruchsvoller. Er meinte damit eine wirklich konsequente innere Verpflichtung auf die Wahrheit, gegenüber der Wahrheit, die stärker sein sollte als alle selbstbezogenen Interessen. Manchmal sind wir ja versucht, in unserer Rede die Dinge ein bisschen zu beschönigen oder ein bisschen aufzubauschen oder ein bisschen zu vertuschen. Hier braucht es viel Achtsamkeit, um solche Tendenzen zu merken. Wenn wir es uns angewöhnen, in unserer Rede wirklich wahr zu sprechen, wirklich das zu sagen, was ist, was wir als wahr sehen und wahrgenommen haben, dann wird das auch unsere Fähigkeit zur tieferen Erkenntnis fördern. Das hat Einfluss darauf, wie klar wir selber sehen können. Und deshalb ist Wahrheit so wichtig. Wahrhaftes Sprechen ist so wichtig, weil es unsere eigene Fähigkeit zum klaren Sehen fördert. Das ist die karmische Wirkung von rechter Rede.
Es passiert manchmal so leicht, dass man im Alltag etwas ein bisschen ungenau erzählt oder etwas weglässt, weil es unangenehm ist. Und ja, das ist eine echte Übung, zu versuchen, die Dinge einfach so zu sagen, wie sie sind, wirklich integer zu sein in dem, was wir sagen. Der zweite Punkt ist, dass wir nicht verleumderisch sprechen und keine Zwietracht sehen mit unseren Worten. Es kann manchmal so verlockend sein, mit jemandem über eine abwesende dritte Person zu sprechen, ein bisschen zu tratschen und vielleicht uns selbst dadurch ein bisschen besser darzustellen, weil wir herziehen können über die abwesende Person, die sich nicht wehren kann in diesem Moment. Und das versuchen wir wirklich zu vermeiden. Wir könnten sogar so radikal sein wie der Joseph Goldstein, der mal als Experiment für eine längere Weile einfach aufgehört hat, über nicht anwesende Personen zu sprechen. Ich finde das wunderbar, weil er beschreibt, dass er dann plötzlich überhaupt keine Gesprächsthemen mehr hatte. Es fällt viel weg, wenn man nicht mehr über die Abwesenden sprechen kann. Ne? Ja, Rede, die Zwietracht und Streit fördert, kann wirklich katastrophale Konsequenzen haben. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Wir nähren damit die destruktiven Kräfte von Hass, von Konflikt, von Missgunst. Und stattdessen sollten wir uns in der Kunst üben, auf eine Weise zu kommunizieren, dass Harmonie und Freundschaft und Verbundenheit gefördert wird. Dasselbe gilt dann auch für den dritten Punkt der rechten Rede, also das Vermeiden der verletzenden oder groben Rede. Stattdessen verwendet man eine Sprache, die, wie es in den Lehrreden heißt, untadelig, dem Ohr angenehm, liebreich, zu Herzen gehend, höflich und die vielen lieb und angenehm ist. Das können wir lernen, auf eine Weise zu kommunizieren, die andere Menschen berührt und die Beziehung schafft, indem sie freundlich und angenehm ist. Und das ist besonders in diesen Fällen sehr wichtig, in denen wir vielleicht auch unangenehme Wahrheiten aussprechen müssen. Manchmal muss man Dinge ansprechen. Manchmal muss man vielleicht eine konstruktive Kritik äußern. Aber können wir authentisch und wahrhaftig und gleichzeitig freundlich und liebevoll sprechen? Das ist eine echte Kunst, finde ich. Da lernt man Leben, das ganze Leben lang weiter. Und die vierte Leitlinie des Buddhas ist es, dass wir leeres Geschwätz vermeiden sollen. Wir können uns manchmal fragen, was ist genau meine Motivation, jetzt gerade dieses oder jenes zu sagen? Ist das wirklich ein sinnvoller Beitrag, den ich gerade äußere? Oder will ich einfach zeigen, dass ich auch noch da bin? Will ich die andere Person vielleicht ein bisschen in die Schranken weisen? Will ich sie kritisieren? Oder rede ich einfach ein bisschen so Oberflächlichkeiten und Geschwätz, um eine echtere, tiefere Begegnung zu vermeiden? Das gibt es auch. Inwiefern gehe ich wirklich auf das Gegenüber ein? Höre ich wirklich zu? Kann ich auf eine tiefe Weise kommunizieren? Ja, also alle diese Punkte, über die ich noch ganz, ganz, ganz viel sagen könnte, die lassen erahnen, wie komplex das ganze Feld der rechten Rede ist. Unsere Worte schaffen Realitäten und produzieren Wirkungen, positive wie negative. Und wenn wir achtsam sind, dann können wir nur schon durch unsere Worte unglaublich viel Gutes schaffen. Und in jeder Begegnung, das kann ganz alltäglich sein, im Einkaufsladen, an der Kasse oder bei der Arbeit, in der Familie, können wir mit all unseren Worten Samen der Verbundenheit, der Harmonie nähren. Dann das rechte Tun, das ist jetzt das vierte Glied.
wird auch rechtes Handeln genannt oder vollkommenes Tun. Das hat damit zu tun, dass sich eigentlich die spirituelle Praxis wirklich auch in unserem Handeln manifestieren muss. Sonst können wir sagen, hat sie uns noch gar nicht wirklich erfasst. Umgekehrt ist Handeln oder Tun, das von Weisheit und Mitgefühl geprägt ist, ein echter Ausdruck von Verwirklichung. Es ist die Manifestation erleuchteter Weisheit, die sich dann auch in unserem Umfeld auswirken kann. Rechtes Tun heißt, dass wir uns bemühen, unser Leben in einer ethischen und integren Weise zu führen. Also, dass wir es vermeiden, absichtlich zu töten, zu stehlen und sexuelles Fehlverhalten zu begehen. Was das Töten angeht, versteht es sich für die meisten von uns selbst, dass wir das Töten von Menschen prinzipiell ablehnen und in vielen Fällen auch das Töten von Tieren. Indem wir ein Tier töten, nehmen wir diesem Tier das, was für es am wichtigsten ist, sein Leben. Allerdings müssen wir mit der Tatsache leben, dass wir oft auch ohne unser Wissen und ohne unsere Absicht andere Lebewesen schädigen und töten. Schon ein simpler Waldspaziergang wird einigen Ameisen und Käfern das Leben kosten. Immerhin geschieht das Töten hier nicht absichtsvoll und hat entsprechend auch nicht die gleichen karmischen Wirkungen. Und der Buddha hat hier wirklich realistisch sich nur darauf bezogen, dass es um das absichtsvolle Schädigen geht. Aber wir können uns dennoch bemühen, auf eine Weise zu leben, die möglichst wenig auf die Kosten anderer Wesen geht. Wir könnten zum Beispiel daran denken, wie wir leben und konsumieren, weil sehr oft die Art, wie wir konsumieren, die Zerstörung von Lebensräumen, von vielen Lebewesen mit sich bringt. Und wir haben es in der Hand, hier ein bisschen bewusster zu leben und dadurch andere Wesen zu schützen. Der zweite Aspekt ist das Nicht-Stehlen oder positiv ausgedrückt Freigebigkeit, Großzügigkeit, Dana. Das bedeutet zuerst einmal, dass wir nichts an uns nehmen, was uns nicht gegeben wurde und was uns nicht gerechterweise zusteht. Das heißt, wir betrügen andere Menschen nicht und wir enthalten auch anderen Menschen nichts vor, was ihnen zustehen würde. Und das umfasst auch kleine unheilsame Handlungen, zum Beispiel das Mitlaufen lassen von Büromaterial aus dem Büro oder das Herunterladen von urheberrechtlich geschütztem Material aus dem Internet oder Fragen der gerechten Bezahlung von Angestellten oder wie gehen wir mit Steuerzahlungen um? Das sind alles solche Themen. Nichtstehlen ist eine Haltung des tiefen Respekts der anderen Menschen und Tiere, ein Respekt vor der Integrität dieser Wesen und ihrer Bedürfnisse und es ist eine Haltung, die frei ist von selbstsüchtiger Gier. Es ist eine Haltung, wo wir nicht primär schauen, darauf, was könnte ich kriegen, sondern was kann ich geben, was kann ich beitragen. Das Vermeiden sexuellen Fehlverhaltens meint, dass wir Sexualität nur dann und nur in einer solchen Weise leben, dass durch unser Tun kein Leiden verursacht wird. Im Bewusstsein der enormen Macht sexueller Anziehung achten wir darauf, dass weder Gewalt noch Instrumentalisierung oder Missbrauch des anderen im Spiel ist. Das heißt, dass wir andere Wesen nicht zum Mittel zur Befriedigung unserer Bedürfnisse degradieren und dass unser Handeln nicht zerstörerisch oder verletzend wirkt. Ja, wir können vielleicht sehen, dass das rechte Tun, wie es hier umschrieben wurde, wirklich dazu beiträgt, auch kollektiv eine Gesellschaft zu formen, in der sich alle Wesen sicher und geschützt fühlen. Und es ist zugleich ein Teil unserer Herzensschulung, die dazu führt, dass wir innerlich friedvoller werden, klarer werden.
Dann kommen wir zum rechten Lebenserwerb. Das ist jetzt die dritte dieser handlungsbezogenen Glieder, der rechte Lebenserwerb. Auch dieses Glied hat wirklich Implikationen, die die ganze Gesellschaft, den Kontext, in dem wir leben, betreffen. Die Frage, wie wir unsere Existenz sichern. Die Frage, welche Berufe unserer spirituellen Entwicklung zuträglich sind oder zumindest kompatibel damit. Diese Frage, welchen Beruf wir ausüben sollen, ist von großer Tragweite für unser eigenes Wohlbefinden, für unsere ökonomische Situation, für das Gefühl von Erfüllung in unserem Leben. Und viele, viele Menschen beschäftigen sich auch immer wieder mit dieser Frage nach dem richtigen Beruf, nach der richtigen Stelle. Das kann uns jahrelang herumtreiben, diese Frage. Und vielleicht können wir da erleichtert feststellen, dass der Buddha vor allem darauf hingewiesen hat, dass unser Lebenserwerb andere Wesen nicht schädigen soll. Das ist schon mal eine gute Leitlinie, dass wir einen Lebenserwerb suchen, der nicht zerstörerisch wirkt. Wenn wir unsere Existenz auf eine Weise sichern können, die legal ist, die friedvoll ist, wo andere Wesen nicht ausgenützt oder getäuscht werden, dann ist das schon viel wert. Da können wir froh sein, wenn es uns gelingt, unser Leben auf diese Weise zu sichern. Ganz spezifisch hat der Buddha dann 5 Formen des Lebenserwerbs erwähnt, die wir vermeiden sollten, die natürlich auch ein bisschen typisch waren für die damalige Zeit, aber auch heute noch vorkommen natürlich, nämlich den Handel mit Waffen sollten wir unterlassen, den Handel mit lebenden Wesen, das heißt Handel mit Schlachttieren, aber auch Sklaverei und Prostitution, dann das Schlachten von Tieren sollten wir unterlassen, den Handel mit Giftstoffen und den Handel mit Drogen oder Rauschmitteln. Darüber hinaus sind solche Formen von Lebenserwerb nicht recht, die mit irgendeiner Art von Unehrlichkeit einhergehen, zum Beispiel alle Arten von Betrügereien, Wahrsagereien, Scharlatanerie, hat der Buddha ganz klar gesagt, tut das nicht. Es tut euch nicht gut. Und natürlich stellt sich die Frage nach dem rechten Lebenserwerb in unserer modernen Gesellschaft schon ein bisschen komplexer dar noch als im alten Indien. Wir müssen uns in der globalisierten Wirtschaft auch fragen, ob durch unsere Tätigkeit vielleicht indirekt Firmen unterstützt werden, die mit der Ausbeutung von Menschen oder der Natur zu tun haben. Oder Tätigkeiten, die ausschließlich dem Luxus dienen, muss man sich auch fragen. Ja. Oder wie ist es mit den Kapitalerträgen auf dem Bankkonto? Das sind nicht immer einfache Fragen, da hinzuschauen. Letztlich wird die moralische Qualität unserer Entscheidung abhängig sein davon, mit welcher Motivation wir das untersuchen und uns schlussendlich entscheiden. Wenn wir unsere Tätigkeit, egal was es ist, mit einer heilsamen Motivation verbinden können, dann wird dieser Lebenserwerb zu einem Quell von sehr viel Verdienst. Das hat sehr positive Auswirkungen. Und wir können sehr viele verschiedene Formen von Lebenserwerb für uns sinnhaft füllen, indem wir unseren Beruf als einen Dienst an der Gesellschaft sehen. Selbst ein Beruf, der vielleicht als eher gewöhnlich erscheinen mag, kann zu einem Ausdruck von Mitgefühl und Großzügigkeit werden. Zum Beispiel gab es im alten Japan einen Meister, Saichi, der wollte nicht im Kloster wohnen, sondern wollte weiterhin als Schuhmacher arbeiten. Und sein Dienst bestand darin, wie er mit den Kunden umging, die täglich zu ihm kamen. Sein Dienst war es, dass er ihnen voller Mitgefühl und Weisheit begegnet ist, dass er ihnen geholfen hat, wenn sie ihm ihre Sorgen erzählt haben.
Und auf diese Weise wurde aus einer sehr gewöhnlichen Tätigkeit eines Schuhmachers eine Bodhisattva-Tätigkeit, ein Geschenk, das er gemacht hat. Ja, dann haben wir das rechte Bemühen. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Bereich der inneren Entwicklung. Wir haben zuerst über den Erkenntnisaspekt gesprochen, dann über den Handlungs- oder Verhaltensaspekt. Und jetzt geht es um die eigentliche Geistesschulung und die meditative Praxis. Innere Veränderung und Entwicklung ist ja nicht einfach etwas, was uns einfach so passiert. Kaum jemand wacht eines Morgens auf und stellt fest, dass sie oder er eben voll erleuchtet worden ist oder erwacht ist. Leider nicht, sondern Erwachen oder Befreiung ist möglich, wenn innerlich die Bedingungen so zusammenkommen, wenn sie kultiviert worden sind in einer gewissen Weise, dass es geschehen kann von alleine. Und nur wir selbst können diese Bedingungen schaffen. Das ist der Sinn der gesamten Praxis, dass wir die Erde vorbereiten, damit dann die Saat aufgehen kann. Und rechtes Bemühen ist deshalb ein Teil dieses achtfachen Pfads. Das ist genau dieser Teil, den wir dazu beitragen müssen. Wir können es nicht machen, aber wir müssen unseren Teil beitragen. Und hier geht es um das absichtsvolle Kultivieren unseres inneren Gartens. Es geht darum, die unheilsamen Tendenzen im Geist zu mildern, abzuschwächen und die heilsamen Tendenzen zu fördern. Und das ist eine Form von Energie, von Tatkraft, die wir brauchen. Man spricht von rechtem Bemühen, wenn diese innere Tatkraft, diese Energie auf das Ziel oder auf die Vision des Erwachens ausgerichtet ist. Sehr oft brauchen wir ja auch im weltlichen Leben Energie und Tatkraft für irgendwelche Projekte, die wir so haben im Leben. Aber hier geht es spezifisch um das Bemühen im Hinblick auf das Erwachen. Rechtes Bemühen hat nichts mit einer verkrampften, verbissenen Anstrengung zu tun. Es ist eher eine kluge und geschickte Art, mit unserem eigenen Geist umzugehen. Es wird auch als freudiger Enthusiasmus bezeichnet. Es ist eine Qualität voller Freude und Eifer, dran zu bleiben an der eigenen Geistesschulung. Und man kann hier von vier verschiedenen Aktivitäten sprechen. Ihr merkt, wir haben so viele Listen. Im Buddhismus gibt es alle diese Listen. Jetzt gibt es innerhalb des rechten Bemühens vier verschiedene Formen des Bemühens. Ich habe eine Frage, Gerrit, könntest du das ein bisschen noch runterziehen? Das erste ist, unheilsame Geisteszustände gar nicht erst aufsteigen zu lassen. Das heißt, wenn wir mal ein bisschen uns kennen, dann wissen wir, was wir tun müssen, um gewisse Zustände gar nicht erst entstehen zu lassen. Wenn wir zum Beispiel Alkoholiker sind, dann gehen wir nicht in die Weinabteilung. So simpel, oder? Wenn wir wissen, ich habe die Tendenz, im Internet zu surfen, mich da zu verlieren, dann ist es vielleicht besser, den Computer gar nicht erst anzustellen. Solche Dinge. Unheilsame Geisteszustände gar nicht erst entstehen lassen. Von vornherein uns in eine andere Richtung ausrichten. Dann leider treten natürlich unheilsame Tendenzen doch hin und wieder mal auf. Da ist dann das zweite Bemühen, die aufgestiegenen unheilsamen Tendenzen nicht weiter zu schüren und sie auch ein bisschen wieder zu mildern, sie vergehen zu lassen. Wenn zum Beispiel Ärger schon aufgestiegen ist über eine bestimmte Person, dann haben wir eine Wahlmöglichkeit. Wollen wir diesen Ärger noch weiter fördern? Wollen wir innerlich immer wiederholen, was diese Person falsch gemacht hat und uns erreichen? Oder wollen wir die Sache einfach fallen lassen und sagen, ist gut jetzt? Wir können die Aufmerksamkeit wieder zu einem neutralen Objekt zurückbringen, zum Beispiel wieder den Körper spüren, den Atem spüren und dadurch diesen Kreislauf des Ärgers unterbrechen. Das ist rechtes Bemühen.
die unheilsamen Geisteszustände nicht weiter zu füttern. Drittens, das rechte Bemühen, die heilsamen Zustände bewusst hervorzubringen. Das heißt, zum Beispiel kontemplieren, meditieren über Qualitäten wie Dankbarkeit oder liebende Güte. Da bringen wir bewusst positive, heilsame Geisteszustände hervor. Die Tatsache, dass ihr hier seid, dass ihr heute hierher gekommen seid, das ist ein Ausdruck rechten Bemühens, zu sagen, ich gehe an einen Retreat, um bestimmte positive Qualitäten zu fördern. Also ich hoffe, es sind positive Qualitäten, immer wieder mal aufzuwachen, immer wieder mal achtsam zu sein. Das sind positive Qualitäten. Das könnte auch bedeuten, dass wir Bücher lesen, die in uns die positiven Qualitäten nähren, dass wir mit Menschen den Kontakt suchen, die das fördern. Manchmal kann es auch ein Film sein, der uns inspiriert. Manchmal ist man einfach so in einer schlechten Stimmung und dann ist es geschickt zu sagen, ich schaue jetzt einen inspirierenden Film, der mich wieder ein bisschen froher sein lässt, wo ich mich wieder lebendig fühle. Das kann geschickt sein. Und viertens dann, wenn heilsame, positive Qualitäten da sind, ist es das rechte Bemühen, diese zu fördern und weiterzuentwickeln. Und dazu gehört ganz, ganz maßgeblich, zuerst einmal zu merken, wenn positive Geisteszustände da sind. Das ist eine echte und sehr, sehr wertvolle Achtsamkeitspraxis, wahrzunehmen, wenn im Geist Großzügigkeit ist, wenn Freundlichkeit ist, wenn Toleranz da ist, wenn Geduld da ist, wenn Mitgefühl da ist, das zu erkennen. Achtsamkeit auf positive Geisteszustände verstärkt positive Geisteszustände. Durch das achtsame Wahrnehmen dessen, was gut ist, geben wir dem noch mehr Nahrung. Und interessant, bei den Unheilsamen ist es genau das Gegenteil. Achtsamkeit auf unheilsame Geisteszustände verringert diese. Das ist wunderbar. Das heißt, Achtsamkeit ist immer gut. Egal, ob es heilsame oder unheilsame Geisteszustände sind, Achtsamkeit hat die Qualität, ganz von alleine die positiven Qualitäten, die sie wahrnimmt, zu stärken und die unheilsamen zu mildern, zu schwächen. Ja, rechtes Bemühen hilft uns, diese sehr begrenzte und kostbare Lebenszeit, die wir haben, gut zu nutzen und alle die Möglichkeiten, die wir haben, den Geist zu kultivieren, nicht einfach an uns vorbeigehen zu lassen. Es ist diese Kraft, die uns die Energie gibt, dran zu bleiben. Zum Beispiel, wenn wir uns vorgenommen haben, jeden Tag zu sitzen, dass wir das auch wirklich tun. Unseren Hintern aufs Kissen zu bringen und zu sagen, und jetzt sitze ich. Das ist rechtes Bemühen. Und vielleicht erkennen wir, dass das Früchte trägt. Und das zu erkennen, kann das rechte Bemühen noch weiter fördern. Dann kommen wir zur rechten Achtsamkeit. Also diese ganz, ganz zentrale Qualität in der buddhistischen Praxis, die heute so Mode geworden ist. Aber Achtsamkeit ist tatsächlich ein Schlüsselfaktor, ein absoluter Schlüsselfaktor. Einer der Begriffe, der sehr, sehr, sehr häufig vorkommt im Pali-Kanon, ist wirklich unabdingbar. Achtsamkeit steht für, ich zitiere hier Analayo, Geistesgegenwärtigkeit in dem Sinne, dass jemand, der Sati, das ist das Pali-Wort für Achtsamkeit, der Sati besitzt, in Bezug auf den gegenwärtigen Augenblick hellwach ist. Aufgrund solcher Geistesgegenwart wird alles, was getan oder gesagt wird, vom Geist klar erfasst und man kann sich daher später leicht daran erinnern. Also, dank Achtsamkeit können wir wirklich erfassen, was wir erleben. Wir können es tatsächlich aufnehmen. Im Unterschied zu unserem normalen Zustand, wo wir so abwesend
oft durch die Welt gehen und vieles gar nicht wirklich registrieren, ist Achtsamkeit diese Aufnahmefähigkeit, wo wir wirklich so weit da sind, dass wir mitkriegen, was gerade in unserem Erleben ist. Rechte Achtsamkeit meint im Unterschied einfach zu Achtsamkeit, dass es Teil ist dieses gesamten Pfades, also wenn Achtsamkeit geleitet ist von der Vision des Erwachens, also von der rechten Erkenntnis, wenn sie ausgerichtet ist auf das Erwachen, dann ist rechte Achtsamkeit gemeint. Also wir sehen hier, wie die verschiedenen Teile zusammenspielen. Dann ist Achtsamkeit wirklich der Schlüssel zur Befreiung. Das ist der Unterschied, da können wir sehen, zwischen Achtsamkeit im Kontext von Stressbewältigung. Da haben wir nicht diese Vision, oder viele Menschen haben diese Vision nicht, dass es da wirklich um Erleuchtung gehen soll. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu weit abgehoben. Und Achtsamkeit in einem Kontext des buddhistischen Pfades mit dieser klaren Richtung. Achtsamkeit ist darum so wichtig, weil sie uns hilft, tiefer in die eigene Erfahrung hineinzuschauen. Weil im Alltag ist unsere Aufmerksamkeit oft sehr, sehr oberflächlich und flüchtig, sehr zerstreut. Und so oft begnügen wir uns damit, die Dinge ganz schnell einfach so zur Kenntnis zu nehmen, darüber zu urteilen, statt sie wirklich, wirklich zu erforschen. Das könnten wir vergleichen mit dem Betrachten eines Gemäldes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal für eine längere Zeit ein Gemälde oder auch einen Baum oder sonst was angeschaut. Wenn wir etwas über eine längere Zeit anschauen, betrachten, wenn wir wirklich mal einfach die Aufmerksamkeit dabei verweilen lassen, dann werden sich uns mehr und mehr Aspekte erschließen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Erfahrung, über eine längere Zeit bei einem Objekt zu bleiben. Und dann sehen wir, wow, die Wahrnehmung wird feiner. Plötzlich wird uns etwas bewusst. Plötzlich nach 10 Minuten sehen wir etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Und genau das ist diese Qualität von Achtsamkeit. Sich verbinden mit Erfahrung und dabei bleiben können, dabei verweilen können, damit wir mehr sehen. Das ist nicht ein intellektuelles Nachdenken, sondern diese Fähigkeit, in Kontakt bleiben zu können. Geduldig, empfänglich, ohne etwas Spezifisches zu suchen, einfach nur damit sein. Das üben wir in der Meditation die ganze Zeit. Das erscheint manchmal langweilig, weil unser unruhiger Geist denkt, okay, ich habe es jetzt gesehen, ich habe den Atem gespürt, aber das ist sehr oberflächlich. Und mit zunehmender Praxis merken wir, es hat eine Qualität, wenn der Geist lernt, sich mehr und mehr niederzulassen. Ja, eine solche rechte Achtsamkeit hat eine enorme Kraft. Sie hat die Kraft, den Geist zu befreien und wirklich die Natur der Dinge zu erkennen, wirklich in Kontakt zu kommen mit der sehr vergänglichen, substanzlosen, ungreifbaren Natur unserer Erfahrung. Wir können das mehr und mehr tief, tief erkennen, in unserem Sein erkennen, nicht nur intellektuell, und dann lässt der Geist los. Ja, und dann kommen wir zum letzten Glied dieser 8 Glieder, die rechte Sammlung. Auch Sammlung braucht es, wenn der Geist ganz befreit und losgelöst werden soll. Das Wort dafür ist auch Samadhi. Und Samadhi bedeutet wörtlich übersetzt fest zusammengefügt. Also wir könnten sagen, dass unser Geist im Zustand der Sammlung fest zusammengefügt ist, gesammelt, kohärent, nicht zerstreut, nicht verzettelt, wie so oft im Alltag. Mit der Kultivierung von Sammlung
können wir Zustände ja, kennenlernen, in uns berühren, die sehr tief sind. Zum Teil sehr, sehr reine und kraftvolle Zustände, die aus diesem Grund auch sehr günstig sind für die befreiende Erkenntnis. Weil normalerweise unser Geist im normalen Modus so oberflächlich ist. Wir begnügen uns oft mit dieser sehr flüchtigen Erfahrung. Wir treiben einfach so an der Oberfläche herum. Und das genügt nicht, um wirklich zu einer durchdringenden Erkenntnis zu kommen. Wir brauchen diese Qualität der Sammlung. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir versuchen sollten, unseren Geist mühsam zu konzentrieren, wie wir das vielleicht in der Schule gelernt haben, weil dieses angestrengte Bemühen eher Kopfschmerzen verursacht, als dass sie zur Sammlung fördert. Sammlung wächst durch das kontinuierliche Achtsamsein. Also viele Momente von Achtsamkeit, von Geistesgegenwart, immer und immer und immer wieder fördern Sammlung. Mit der Zeit nimmt die Tendenz des Geistes, sich ablenken zu lassen, ab. Er lässt sich mehr und mehr nieder, bleibt wirklich mal da, wo er ist, springt nicht gleich schon wieder weg, kann sich mehr entspannen, ins Hiersein. Und mit der Zeit können wir wirklich spüren, wie da eine innere Stabilität zunimmt. Ein Gefühl von ja, Stabilität wirklich, von Gesammeltsein. Der geeignete Ort, um Sammlung zu entwickeln, ist ein Retreat. Also das ist etwas, was im Alltag schwierig ist, weil unser Alltag einfach zu viel Ablenkungen mit sich bringt, zu viele verschiedene Anforderungen. Macht euch nicht verrückt mit dem Versuch, im Alltag sehr gesammelt sein zu wollen. Es ist schlicht und einfach sehr, sehr schwierig. Außer ihr seid begabt. Es gibt manche Menschen, die haben diese Begabung. Die setzen sich hin und sind relativ schnell wirklich da. Aber für die meisten Menschen ist es schwierig, außerhalb eines Retreats. Aber wir können im Alltag immerhin darauf achten, dass wir die Ablenkungen ein bisschen minimieren. Zum Beispiel könnten wir die Tendenz des Multitasking reduzieren. Wir könnten uns darin üben, eine Sache aufs Mal zu tun, nicht drei Dinge parallel erledigen zu wollen. Wir könnten auch den Input ein bisschen dosieren, ein bisschen schauen, wie viel Stimulation gebe ich mir die ganze Zeit. Muss immer im Hintergrund der Radio laufen? Muss ich die ganze Zeit die E-Mails checken oder wäre es gut bewusst, meinen Geist manchmal ein bisschen zu beschützen vor all diesen Ablenkungen? Muss ich all diese Gratis-Medien konsumieren? Muss ich ständig auf meinem Smartphone checken, ob wieder Nachrichten eingegangen sind? Da können wir Sammlung ganz praktisch im Alltag ein bisschen stärken. Ja, damit haben wir alle diese Glieder des achtfachen Pfads besprochen. Und wenn alle diese Glieder entfaltet worden sind, wenn wir sie alle kultiviert haben, dann ist Erwachen irgendwann unvermeidlich, weil wir die Bedingungen geschaffen haben. Wir beginnen mehr und mehr zu sehen, wie alle Facetten unseres Lebens zusammenspielen, wie sie sich bedingen, wie wir die Dinge sehen, welche Geisteszustände dominant sind, wie wir handeln, wie wir entscheiden, die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten. Alles ist Teil eines integrierten Entwicklungsprozesses unserer ganzen Person. Das ist der Teil, den wir bewusst beeinflussen können, was wir gestalten können. Und dann gibt es auch diesen Teil, der jenseits unseres Machens und unseres ganzen Bemühens liegt, das, was sich irgendwann in manchen Momenten einfach einstellt. Und ich möchte hier noch einmal Ajahn Chah zitieren, der es schön formuliert hat. Ein längerer Text. Der Buddha lehrte,
dass du, sobald du deine Arbeit erst einmal getan hast, bei Dingen, die sich von allein entwickeln, die Resultate der Natur überlassen kannst. Dennoch solltest du in deinen Bemühungen nicht nachlassen. Ob die Frucht der Weisheit schnell oder langsam kommt, du kannst es nicht erzwingen. Genauso wie du das Wachstum eines Baumes, den du gepflanzt hast, nicht erzwingen kannst. Der Baum hat seine eigene Geschwindigkeit. Deine Arbeit besteht darin, ein Loch zu graben, ihn zu wässern, ihn zu düngen und vor Insekten zu beschützen. So viel ist deine Sache. Die Art und Weise, wie der Baum wächst, ist Sache des Baumes. Wenn du so praktizierst, kannst du sicher sein, dass alles gelingt und deine Pflanze wachsen wird. Du musst also den Unterschied zwischen deiner Arbeit und der Arbeit der Pflanze verstehen. Überlass der Pflanze ihr Geschäft und sei verantwortlich für dein eigenes. Wenn der Geist nicht weiß, was zu tun ist, wird er versuchen, die Pflanze dazu zu zwingen, in einem Tag zu wachsen, zu blühen und Früchte zu tragen. Diese Ansicht ist falsch und ein Hauptgrund für das Leiden. Praktiziere einfach in die richtige Richtung und überlass den Rest der Natur. Dann wird deine Praxis friedvoll sein, ob es nun ein oder 100 oder 1000 Leben dauert. Ja, sitzen wir für einen Moment.